Das hier ist Bong, der kleine Pachycephalosaurus. Bis vor einer Minute war dieser noch unterwegs mit seiner Schwester Bing, aber dann wurden die beiden von einem Raptor überrascht und Bong ist ganz schnell in den Wald gelaufen und weiß jetzt nicht, was mit seiner Schwester passiert ist. Aber jetzt ist schon ein bisschen Zeit vergangen und jetzt müssen wir mal schauen, ob es ihr gut geht oder ob der Raptor sie erwischt hat. Es sind auf jeden Fall fiese Geräusche. Ich höre auch noch den Raptor. Also wir müssen ganz, ganz vorsichtig sein. Es war irgendwo hier vorne. Oh, hier vorne liegt ein Knochen. Ich hoffe, das war nicht unsere Schwester. Das könnte sie gewesen sein von der Größe. Wir sollten hier verschwinden. Ich habe vorhin hier hinten auf der Seite Stego-Schreie gehört. Ich glaube, das wäre ganz cool, wenn wir da hingehen. Aber wir brauchen irgendeinen großen Beschützer, weil hier sind so viele Fleischfresser unterwegs. Da ist es als kleiner Pachy echt alleine sehr, sehr gefährlich. Aber ich will selber jetzt gerade auch nicht schreien, weil halt der Raptor hier noch in der Nähe ist. Was sind denn das für Schreie? Sind doch Pflanzenfresser, oder nicht? Ich werde mal in die Richtung gehen. Die sind da rechts irgendwo. Da vorne rechts. Ja, okay, dann gehen wir in die Richtung und dann schauen wir mal, ob wir was finden. Oh Gott. Oh nein. Ich glaube, ich bin stuck. Oh nee. Ich glaube, hier komme ich nicht wieder raus. Ist aber auch eine miese Stelle, ne? Man rennt da in den Busch rein und dann fällt man hier in diese Grube und ist tot. Zumindest als so kleiner, als größerer kommt man wahrscheinlich raus. Aber ich glaube, ich kann jetzt einfach darauf warten, dass ich verhungere. Das war ja mein doofer Anfang. Das hier ist Bong. Bong hatte gerade einen ganz, ganz schrecklichen Fiebertraum. Und das, was in dem Traum war, ist nie passiert. Allein, dass das mit der Schwester wirklich passiert. Deswegen ist er auf sich allein gestellt. Aber das andere lasse ich nicht zählen. Also, dass ich da in diese Klippe da gefallen bin und dann nicht mehr rauskam. Deswegen versuchen wir jetzt noch einen zweiten Versuch mit Bong. Ich werde jetzt erstmal direkt schnuppern und hoffen, dass es hier irgendwas zu futtern gibt. Ich höre schon andere Dinos. Ich hoffe, das ist kein Fleischfresser oder so. Es klang aber eher süß, wie irgendein kleiner süßer Pflanzenfresser. Da vorne war auf jeden Fall ein Pflanzenfresser. Da würde ich gern hin. Ungefähr in die Richtung. Da läuft was. Ich glaube, das ist ein Tenus. Meint ihr, ich kann mich den anschließen? Oh, die freuen sich, dass sie mich sehen. Ach, wie schön. Ich glaube, die nehme ich auf. Da habe ich jetzt ja richtig Glück gehabt. Oh, hier ist ein Pteranodon.
Und ein Stego ist auch hier. Ah, wie cool. Ach, so schnell findet man eine neue Familie. Da war der Fiebertraum jetzt ganz gut für uns. Oh, ist das schön. Die freuen sich auch. Und dann noch so ein kleiner Stego dazu. Ach, wie süß. Das ist doch toll. Da fühle ich mich gleich viel sicherer. Das ist unser Spielgefährte. Wie nennen wir den denn? Wir nennen ihn Knirps. Der kleine Knirps. Weil er eigentlich schon wohl groß ist. Aber es liegt einfach daran, dass er ein Stego ist. Wie cool das aussieht, wie die da fressen. Ich kann das auch, so wie die Großen. Aber ist leider nichts für meine Diät. Aber ein bisschen den Magen füllen ist, glaube ich, nicht verkehrt. So, das passt erstmal. Und dann schön bei unserer Familie bleiben. Ich hoffe, Knirps kommt auch mit. Ich glaube, der wird halt ein bisschen Probleme haben wegen dem Tempo. Wobei, als Baby können die, glaube ich, auch relativ lange sprinten, die Stegos. Ich glaube, die wollen hier in die Höhle. Das ist ja interessant. Vielleicht wollen die ja nesten oder so. Ich war hier auch noch nie drin. Total interessant. Halt einfach so ein Loch hier, mitten im Dschungel. Da kann man auch reinfallen, da muss man aufpassen. Ich kenn's halt nur von da oben. Oh, das ist aber sehr süß gerade. Leg mich mal zu dem. Ich glaube, die lieben mich. Das ist doch schon mal wichtig. Aber den anderen, da muss ich auch hingehen. Na, Papa will gerade nicht. Dann gehe ich wieder zu Mama. Ich zieh Mama. Die freut sich. Und natürlich auch zu Knirps. Hallo Knirps. Na, Knirps. Wie sieht's aus? Aber wir haben einen Tino verloren. Der ist irgendwo anders hingegangen. Ja, liebe Zuschauer, ich mach jetzt was für euch. Weil ihr immer so viel Support da lasst. Mal gucken, ob ich's hinkriege. Kann man das erkennen? Ich weiß es nicht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben.
Ich glaube, die lieben mich alle. Er ist ein bisschen grimmig so. Nenn ihn auch Grantelbart. Das ist Grantelbart. Knirps, Grantelbart und Mutter Teresa ist das hier. Das ist so eine tolle Familie, oder? Knirps, Grantelbart, Mutter Teresa und der kleine Bong. Der hoffentlich bald nicht mal so klein ist. Ich kann mir die Namen bestimmt eh nicht merken. Ach, guck mal, hier ist der dritte. Ach, der bewacht das Tor. Wir wandern jetzt weiter. Ich glaube, jetzt wird Futter gesucht. Ich fresse mich jetzt auch einfach ein bisschen voller. Das passt schon. Gehen wahrscheinlich jetzt Richtung Wasser, aber das ist nicht schlecht, weil ich brauche auch bald was. Quetsche mich mal in die Mitte. Oh Gott. Ach, da ist einer ins Wasser gesprungen. Ich habe mich voll erschreckt. Einfach voll die Arschbombe. Und jetzt bin ich auch ins Wasser gefallen. Ich hoffe, ich komme wieder hoch. Ah, ich hab's geschafft. Kann auch cool springen. Komm, Knirps. Schneller. Beweg deinen dicken Stachelhintern. Komm. Wie das aussieht, wie er läuft. Oh, die haben was gefunden. Noch ein Stego. Noch ein knirpsigeren Knirps. Ach, wie süß. Gott, ich sollte, glaube ich, aufhören, den Namen zu geben. Sonst komme ich da richtig durcheinander. Der heißt Mini. Knirps und Mini. Kann ich mir alles nicht merken. Also irgendwann ist vorbei. Wenn die Herde jetzt noch mehr wächst. Aber ich bin gerade sehr, sehr glücklich, dass wir hier so viele Pflanzenfresser finden. Die haben noch einen Teno gefunden. Ey, das ist ja krass, wie unsere Gruppe wächst. Oh, richtig cool. Das sind zwei Tenos. Jetzt sind wir fünf Tenos schon. Ja, krass. Oder sechs? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Tenos, glaube ich. Ja, wir sind jetzt fünf Tenos und zwei Stegos und ich. Das ist schon eine mächtige Pflanzenfresserherde. Das ist doch hier safe, Mutter Teresa. Die wartet immer auf mich. Nochmal. Yay! Ach, wie schön. Mini! Woo! Komm, Grantelbart auch. Grantelbart! Oh, Grantelbart freut sich zum ersten Mal. Oh, ist das schön. Er ist doch nicht mehr alt und verbittert. Ein Traum.
Wait, wir haben noch einen Stego gefunden. Der hier ist einfach aus dem Nichts erschienen. Das ist so krass. Manchmal läuft's aber auch einfach. Ich bin trotzdem noch der Einzige meiner Art. Was ganz Besonderes. Das ist voll die Dinosaurierwanderung. Das könnte ich mal mitnehmen. Ich hoffe, ich finde die Herde gleich wieder. Ach, Agave, okay. Gut, dass ich noch Platz im Magen gelassen habe. Wo ist unsere Herde? Da vorne. Da rennen wir ganz schnell wieder hin. Jetzt sieht man auch mal unsere Farben. Kommt so langsam durch. Oh, die machen Schlammbad. Da müssen wir schnell hinterher. Beim Schlammbad will ich dabei sein. Ich komme genau richtig. Juhu. Schlammbad mit allem Mann. Oh, wie sie sich alle freuen. Ah, das ist schön. Oh, hier ist ein Hübsi. Da? Die Nervensäge. Wir werden angegriffen. Ein Kanu. Zwei Kanus sind das sogar. Na, da muss ich natürlich aufpassen. Ich glaube, ich bin so der leckerste Snack für die. Die Kanus beobachten uns auf jeden Fall noch. Die kommen auch, oder? Oh Gott. Die greifen halt wirklich an. Das reicht noch nicht, um wirklich mitzufighten. Da hinten sind auch noch Raptoren. Drei Stück, glaube ich. Nicht, dass wir jetzt hier eingekreist werden, das wäre nicht so cool. Ach, da war auch ein Galli, oder? Ja, stimmt. Ist auch ein Galli. Wir werden auf jeden Fall eingelegt. Oh mein Gott. Damit habe ich gerade nicht gerechnet. Aus dem Nichts einfach. Zum Glück hat er daneben geschnappt. Er wollte aber genau mich. Junge, wie frech. Ja, der will halt mich, ne?
fiesen Kanus. Ich glaube, die wollen was trinken gehen. Terran oder? Oh, der greift sogar an. Oh, sie haben ihn. Hier ist ein anderer Pachi. Hey. Wo ist er denn? Die große Dino-Wanderung geht weiter. Wir haben schon ein paar verloren, oder? Also ein Stego fehlt auf jeden Fall. Wir sind noch zwei Stegos. Wir waren mal drei. Bei den Tenos bin ich mir unsicher. Keine Ahnung. Aber ich glaube nicht, dass wir die verloren haben, weil wir angegriffen wurden oder weil die gestorben sind. Sondern weil die uns einfach verloren haben aus den Augen wahrscheinlich oder so. Ich rieche mal, weil ich glaube, hier gibt es Kokosnüsse an den Palmen. Hier, die Palme dürfte es sein. Ha, direkt zwei Kokosnüsse, wie schön. Können wir uns in den Mund nehmen. Das war die falsche, ich wollte eigentlich die offene nehmen. Dann können wir die so schlucken. So, knacken wir die auch nochmal auf. Und dann sind wir wieder voll. Perfekt. Jetzt haben wir wieder eine ganz gute Diät. Hipsi eingesperrt. Schubskreis. Wie schön. Lord Payne. Bin nicht mehr allein. Ich habe ein kleines Baby, auf das ich aufpassen muss. Hier ist, glaube ich, ein Trodon. So hat es gerade zumindest angehört. Ich verliere die so schnell aus den Augen. Gerade im hohen Gras ist es echt krass. Und die beiden Stegos gehen wieder rüber. Brauchen bestimmt ihre Diät da hinten.
Geh ich auch mal mit rüber wieder. Was hast du davon, du Kleiner? So, wo sind die Stegos hin? Da vorne sind sie. Ein Wildschwein. Auch weggerammt. Oh yeah. Sehr gut. Always double tap, oder wie heißt das? Wir sind übrigens bei 100% jetzt. Wir haben es geschafft. Und unsere Familie ist zwar wieder ein bisschen geschrumpft, aber das ist ja immer so. Das ist immer ein Kommen und Gehen. Da loggen sich welche aus, dann verlieren die uns. Also das ist leider immer so. Oh, ich glaube, wir werden von Kanus verfolgt. Die haben Bock auf uns. Das waren, glaube ich, 3 Stück. Da ist der Kano. Noch ein Kano. Ich lasse erstmal die anderen ein bisschen machen. Ich will mich da jetzt nicht unbedingt einmischen und dann einen falschen erwischen. Aber die wollen natürlich wieder mich. Ich glaube, die haben keinen von uns erwischt. Ich habe ihn die Knochen gebrochen, glaube ich. Ich hoffe, ich habe den richtigen erwischt. Ist aber auch gerade eine fiese Phase, wo man das nicht so gut sieht, wo Gegner herkommen und sowas. Hinter uns ist auch noch ein Kano. Kann ich dem auch noch die Knochen brechen? Glück gehabt. Hat mich noch gesehen. Ist aber auch ein kleinerer Kano. Wir sind aber wieder richtig viele Tenos. Sind irgendwie gefühlt alle wieder da. Die Familie hält zusammen. Wir sind halt umzingelt. Überall um uns rum sind Kanus. Wir müssen echt aufpassen. In alle Richtungen gucken die ganze Zeit. Weil ich glaube, wenn die mich einmal oben rammen und dann meinen Kopf reinbeißen, dann ist vorbei. Da muss ich richtig aufpassen. Die Kanus kommen. Sind da. Einen sieht man fast gar nicht da links. Ja, der Kleine lebt aber noch.
ihn erwischt. Oh nein! Jetzt hier irgendwas reingesneakt. Da! Der hat den Kleinen getötet. Die wollen halt safe mich. Nicht mehr so viel Ausdauer. Ich muss ein bisschen chillen. Aua. Okay. Ja, die wollen halt immer mich, ey. Ich weiß nicht, wo ich hingucken soll. Die gehen immer als erstes auf mich. Die wollen nur durch zu mir. Guckt euch das an. Das ist so crazy. Wahnsinn, wie man gefokust wird. Ich bin halt aber auch der einzige Pari hier. Halt auch leicht... Ah ne, hier ist noch ein Pari. Oha. Das ist gut. Ich hab's gerade gesagt, aber jetzt haben wir noch einen Kollegen hier. Der zieht dann auch ein bisschen die Attention auf sich. Das hilft auf jeden Fall. Oh, die haben ihn gekillt. Den anderen Pachi haben die gerade gekillt. Och, come on. So viel zum Thema, wir haben eine Ablenkung. Da liegt er. Ach Gott. Da sind die Kanus. Oh, Junge. Oh. Aua. Raptor out of nowhere. Nerviger Raptor. Er lenkt uns halt ab von den Kanus, das ist nicht gut. Die haben uns halt wirklich die ganze Nacht jetzt verfolgt. Das ist so krass. Reisen um uns rum, die Kanus. Oh, er hat mich gesehen. Oha. Okay, krass. Ah, das gibt's ja gar nicht. Kanus sind echt fies. Die sind wirklich, wirklich fies. Boah, das war aber eine spannende Nacht. Das hat echt Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Falls ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Schreibt auch gerne in die Kommentare, welchen dieser Dinosaurier ihr als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.